tief im Wald gibt es ein Geheimnis zu entdecken. Darf ich dich etwas fragen? Ja, natürlich. Bist du eine Hex? Froni! Entschuldigen Sie bitte. Sie sind weder bös, noch hässlich, noch alt. Und Hexen können Sie auch nicht. Kannst du noch mehr Hexen? Sie Hexe wird, muss auch etwas dafür tun. Vielleicht will ich eine gute Hexe werden. Ich will auf dem Blocksberg tanzen, unbedingt. Aber sie ist noch zu jung, um an der Walburgisnacht dabei zu sein. Erst 127? Weißt du denn nicht, dass das für Hexen in deinem Alter verboten ist? Heute in einem Jahr tun wir die Prüfung. Nur wenn du das nächste Jahr alle Zaubersprüche fehlerfrei beherrschst, hast du deine Prüfung bestanden. 7892 Zaubersprüche auswendig lernen. Du musst dir eben Mühe geben. Nach dem Weltbestseller von Ottfried Preußler. Rumpumpel, das ist eine Überraschung. Ich muss doch mal schauen, wie du mit dem Lehren so viel sich kommst. Gut. Du hast doch nicht jemanden gehexet. Aber nein, wo denkst du auch ein? Freitag ist ein Hexverbot. Weißt du das nicht? Ligula, Lagoli, nimm den Lauf. Erlebe in diesem Winter. Aber abseits, es schneit! Ein zauberhaftes Abenteuer. Mit dem Andrea Zock als Abraxas. Du bist eben eine gute Hex, da kannst du gerne nichts machen. Und der Caroline Herford als die kleine Hex. Kugelblitze rufen, Lawinen auslösen, Feuersbrunst entfachen. Aber wie man es abwaschen hexet oder die Löcher aus den Socken, das steht da natürlich nicht. Aber am 1. Februar im Kino.